Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Schokibanoki Daily, eure Tagesdosis Angeberwissen. Heute mit Christian und dem Marc. Hallo zusammen. Gute. Heute am 11. Dezember ist das Geburtstagskind des Tages Steffen Halaschka. Steffen Halaschka? Ja, wer ist denn der Steffen Halaschka, Marc? Na, das ist doch hier Stern-TV. Moderator? Moderator von Stern-TV, ja. Der genau. Heute Geburtstag, ne? Alles Gute, Steffen. Steffen? Ne? Von unter Kollegen, gut, ne? Ja. Wenn ihr da mal RTL ein neues Format braucht, dann ruft ihr uns an, hier, Schokibanoki, ne? Wir übernehmen den Laden. Wir machen das. Kein Thema. Vorhin nennen wir noch einfach nur Halle. Ja. Genau. Halle, mach's gut. Hallo. Ne? Hallo. Was hatten wir noch? Am 11. Dezember 1941, die USA greifen als Reaktion auf den Überraschungsangriff von Japan auf Pearl Harbor, das kennt man ja noch, ne? In das Geschehen des Zweiten Weltkriegs ein. Japans Bündnispartner Deutschland und Italien erklären der USA daraufhin den Krieg. Das war 41, okay. Ja. Mhm. Okay. Ja. Den Tag beenden wir mit einer schönen Nachricht, ja. Und zwar heute das Bier des Tages. Das Bier des Tages ist Kornwiet, was Holländisches, ja. Haben wir hier zur Verfügung gestellt. Verprassend frisst Pilz. Verprassen kann ich, ja. Verprassen kann ich. Verprassend, das probieren wir jetzt mal. Also, wenn ihr wisst, wenn einer von euch Holländer ist und weiß, oder Niederländer ist und weiß, was eigentlich verprassend heißt, schreibt es mir eben in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, ne? Aber es meint bestimmt nicht das, woran ich jetzt gerade denke. So. Ja, was können wir denn da mal für Infos drüber geben? Oh Gott, ich sehe hier eigentlich. Es perlt wunderschön. Es hat 5%, also gar nicht, im normalen Bereich, ja. Okay, ja. Kornwiet. Wo kommt das her? Steht nicht drauf, ne? Nee. Ja, das ist. Wird das irgendwie hier so ein bisschen. Also, es steht nur drauf, 18 plus, Schwangere sollen es nicht trinken und Autos sollen es nicht trinken. Autos sollen es auch nicht trinken. Ne? Deswegen hier dann, Prost, ne? Prost, probieren wir es mal. Ja, das Bier, ne? Ja. Ja. Wir sehen uns wieder morgen. Ja, mehr bleibt auch dazu nicht zu sagen. Kornwiet, verprassen frisst Pilz. Wir verprassen jetzt mal. Wir verprassen jetzt noch ein paar Pilz. Boah, das ist Standard. Aber die Flasche ist schön. Das muss man wirklich sagen. Die Flasche ist wirklich ganz toll. Also, ja. Na dann. In dem Sinne, nochmal Prost. Achso, du hast schon ausgedruckt. Ich hab schon ausgedruckt. Macht's gut. Tschö. Ja. Ach, schmeckt das scheiße.